Commodore, oder? Engagement. Französische. Französischer Ursprung. Vielleicht, also, ich habe ganz korrekt gemeint, das ist Engagement. Ja? Oder in Köln sag mal Engagement. Ja? Engagement wäre richtig. Aber so genau nehmen wir es nicht. Petra Pau von der Partei Die Linke versucht es aber im Bundestag mit noch ganz anderen Variationen. Umso dringender ist es allerdings, dass die Polizei solche Bedrohungen endlich ernster nimmt und das Willkommensengagement Sie berichtigt sich nochmal. Engagement. Ja. Richtig ist natürlich Engagement. Woher soll Ossi das auch wissen? Das ist ja Französisch. Ja. So, gestern lief Bauer sucht Frau und mit dabei ist unser Lieblingspaar Heike und Rainer. Rainer, kennen Sie, dass er hier ist, finde ich cool. Und Rainer hat eine Kaffeemaschine, aber die Kaffeemaschine ist nicht so leicht zu bedienen, wie man sich das vorstellt. In der fränkischen Schweiz kämpft Schäfer Rainer mal wieder mit den Tücken der Technik. Ich wollte die Heike wecken und für die Heike Kaffee machen. Dann habe ich die komische Kaffeemaschine nicht mitgespielt, aber dann habe ich gemerkt, dass man oben ein Dachs reinlegen muss und auf einmal ist es doch, funktioniert. Ja, das ist für ihn neu, dass man da oben so ein Dachs reinlegen muss. Bisher hat er die Dinger immer ausgelöffelt und mit heißem Wasser nachgespült. Ja. Ja, Rainer, bitte beachten, falls du uns zuschaust, nach 100 Tassen Kaffee muss der Dachs gewechselt werden. Bitte dran denken. So, und Heike freut sich über den Kaffee, hat aber ein anderes Problem. Ich fand es ganz, ganz toll, dass du mir Kaffee gemacht hast. Aber wenn ich nächstes Mal komme, machst du bitte die Brotare weg. Es stört mich, es gefällt mir nicht so. Gefällt dir nicht? Können wir jetzt auch gleich machen, oder? Okay. Ja. Eigentlich magst du Brusthaare, aber im RTL-Drehbuch steht, sie machen keine Brusthaare. Und sie hat immer was Neues auszusetzen, oder? Zum Glück ist sie selbst so perfekt, dass man an ihr nichts verbessern kann. So, die Brusthaare müssen jetzt weg, ist klar. Und Rainer reagiert prompt. Alte Regel, will der Bauer kopulieren, muss er sich die Brust rasieren. Kennt man. So, Heike muss jetzt leider abreisen, aber Rainer hat noch ein tolles Geschenk für sie. Damit Heike so schnell wie möglich wiederkommt, hat sich der Schäfer ein besonderes Abschiedsgeschenk ausgedacht. Du Heike, da auf dem Hänger, da habe ich was draufsteht. Kannst du das kleine Nummer holen? Mhm. Ich habe vor, dass ich mit der Heike das kleine Lämpchen auf ihren Arm auf, dass die Heike auch wieder zu mir auf den Hof kommt. Dann bringe ich nämlich eine große Heike und eine kleine Heike. Als ich Rainer mit Lämpchen gesehen habe, war ich überwältigt. Ich habe sowas noch nie von einem Mann geschenkt bekommen. Ich habe gar nichts mehr sagen können. Ich habe nur noch geweint. So, und jetzt tauchen wir das, das Lämpchen auf den Arm Heike. Verstehst du, Heike? Ich nenne die doofe Ziege genau wie dich. Heike. Ja. Und mit einer von beiden ist er dann abends in die Kiste. So weißt du nicht genau. Mit wem. So. Dann gibt es noch Rolf und Janine und.